Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3. Da hat sich der Herr Dr. Noé für befangen erklärt und die Ortsvorsteherin ist auch im Verdacht der Befangenheit und deswegen werde ich an den Herrn Pötzsche diesen Tagesordnungspunkt übergeben. Und der Herr Kerle hat sich auch für befangen erklärt. Besitzt noch jemand in diesem Gebiet? Nein. So. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 3, Beschlussvorlage zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets Durlach-Stadteingang. Ist ein Thema, bei dem hat sich der Ortschaftsrat sehr dafür eingesetzt, dass dieses Sanierungsgebiet kommt. Wir haben im Herbst des letzten Jahres sehr stark dafür geworben, auch im Dialog mit dem Bürgermeister und auch mit dem Gemeinderat, dem ich an dieser Stelle dann, zumindest denjenigen, die dafür gestimmt haben, danken möchten, dass sie dem Votum des Dollacher Ortschaftsrats gefolgt haben und für eine Einrichtung dieses Sanierungsgebiets gestimmt haben. So, heute geht es um die förmliche Festlegung dieses Sanierungsgebiets. Der Ortschaftsrat wird gebeten, dem Gemeinderat zu empfehlen, den Bericht über vorbereitende Untersuchungen und die dargelegten vorhandenen Mängel und Missstände, den Sanierungszielen sowie dem Neuordnungskonzept, der Abgrenzung des Sanierungsgebiets, der Kosten- und Finanzierungsübersicht sowie der Verfahrenswahl erneut zuzustimmen. Gibt es Fragen, Anmerkungen oder können wir gleich zur Abstimmung kommen? Ich sehe, der Herr Müller von der heute fleißigen CDU. Danke, Herr stellvertretender Ortsvorsteher. Man möchte sagen, endlich ist es soweit und es wurde auch Zeit. Wir hatten uns schon einige Jahre immer mal wieder mit diesem Thema Sanierung Stadteingang Durlach West beschäftigt. Und das auch aus gutem Grund, weil wir natürlich auch in diesem Sanierungsgebiet wichtige Ziele verfolgen, weil wir Missstände identifiziert haben, die es gilt, auch für einen attraktiven Stadteingang für Durlach zu beheben, in die Hand zu nehmen und dort was Optimales, etwas von, ich sag fast schon, von baulicher Größe für Durlach auch zu erzielen und zu erreichen. Es war aber auch ein steiniger Weg, den möchte ich einfach auch mal mit zwei, drei Worten noch mal reflektieren. Der stellvertretende Ortsvorsteher hat es angesprochen. Es war eine denkbar knappe Entscheidung letzten Herbst in dem Gemeinderat. Es war eine wirklich breite, eine einstimmige Mehrheit im Ortschaftsrat Durlach. Und es war auch der Wunsch der Stadtverwaltung an voran ihres obersten Chefs, dem Oberbürgermeister, ein zweites Mal genau die Festlegung, die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes aufzuschieben. Und das hat die Stadtverwaltung getan, aus einem wiederholten, gleichgelagerten Grund, wie sie es schon einmal getan hat. Und mit diesem gleichgelagerten, unveränderten Grund ist man wohl auch fast schon siegessicher, so möchte ich es sagen, zunächst einmal vorläufig aufgrund einer Anhörungspflicht in den Ortschaftsrat gegangen und dann letztendlich die finale Abstimmung im Gemeinderat herbeizuführen, um mal dieses Votum aus dem Durlacher Ortschaftsrat einfach auszusetzen. Dieses breite Votum. Das hat so nicht funktioniert. Es war, wie gesagt, ein steiniger Weg im Gemeinderat. Es war viel Arbeit notwendig. Und ich muss sagen, ich war auch stellenweise enttäuscht. Enttäuscht darüber, dass es Fraktionen gibt, wie beispielsweise die Grüne Fraktion im Karlsruher Gemeinderat, die auch nicht zum ersten Mal, nein, zum wiederholten Mal ein einstimmiges, ein breites Votum aus einem Ortschaftsrat, ob es nun Durlach ist, Stupferich oder Neureuth, spielt dabei gar keine Rolle, einfach mit einem gebührenden Maß von Desinteresse und Ignoranz begegnet ist. Und das kann auch ein Durlacher Ortschaftsrat so nicht zunehmen. Es besteht die Chance für diese betreffende Fraktion, im Hauptausschuss und im Gemeinderat im September nach der Sommerpause
ihre Ignoranz aufzugeben und das Votum aus dem Dohlacher Ortschaftsrat als auch ein solches anzuerkennen. Dankeschön. Herr Dr. Rausch. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir hier heute beschließen, ist ein Meilenstein für die Aufwertung Durlachs. Und auch wenn es so geräuschlos über die Tagesordnung kommt, ist es etwas, und da unterstütze ich alles, was der Herr Müller gesagt hat, was wir uns schon lange gewünscht haben. Die SPD hat mehrere Anträge in einzelnen Punkten über Jahre hinweg dazu formuliert. Ich erinnere an unseren Antrag zum Postplatz, ich erinnere an unseren Antrag zum Bahnhofsvorplatz. Es gab einen Antrag der CDU zum Stachus. Und wir waren, das ist protokollkundig, auch die Ersten, die damals der Stadtverwaltung Karlsruhe gesagt haben, das war nämlich, als das Sanierungsgebiet Aue beschlossen wurde, der Durlacher Stadteingang erfüllt ebenso die Voraussetzungen für eine förmliche Festlegung eines Sanierungsgebiets. Und dann sagte uns die Stadtverwaltung Karlsruhe, ja, jetzt müssen wir mal langsam machen. Und Gott sei Dank war es nicht so langsam, wie man es in letzter Zeit gewohnt ist, sonst stünde es heute nicht auf der Tagesordnung. Und da bin ich froh, dass wir, ich muss es fast schon sagen, im Gemeinderat das Glück gehabt haben, dass die Mehrheit ausgereicht hat. Mir war es auch ein Rätsel, wieso, und wahrscheinlich den Durlacher Grünen auch, wieso die grüne Gemeinderatsfraktion hier sich gegen Durlach stellt. Der eine oder andere auch, andere. Aber es ist jetzt erst einmal egal, wie diese Mehrheiten zustande kommen. Jetzt ist es auf dem Weg. Und jetzt sollten wir alles dran setzen. Es gibt ja schon ganz konkrete Überlegungen, wie diese Aufwertung aussehen kann, die wir alle kennen und vorgestellt bekommen haben. Jetzt geht es an die zügige Umsetzung. Und es könnte nichts Besseres passieren, als dass wir heute noch einmal diesem Projekt mit einer einstimmigen Entscheidung Rückenwind verleihen. Vielen Dank, Frau Dr. Klingert. Ich kann mich meinem Vorredner Herrn Rausch nur anschließen. Und ich finde es wirklich schön, dass die Kollegen von der CDU so aufmerksam aufpassen, was im Gemeinderat passiert. Aber wir sind hier im Ortschaftsrat und wir sprechen uns alle für diese Aufwertung des Stadteingangs aus von Anfang an und freuen uns sehr, dass es jetzt endlich passiert. Frau Anna Frey, bitte. Ja, herzlichen Dank. Mich wundert es ein bisschen, warum wir jetzt quasi nochmal darüber abstimmen. Der Sachstand hat sich ja seit März 2021 nicht großartig verändert. Gut, dass wir dann jetzt endlich diesen Startschuss liefern können. Aber den hätten wir auch die letzten Jahre bereits treffen können. Das Gremium hat sich mehrfach einstimmig dafür ausgesprochen, dass dieses Sanierungsgebiet kommen soll. Es ist mehrfach nachgefragt worden. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt nicht weiter Zeit verschwenden. Ein bisschen schade, dass es über die Sommerpause dann auch nochmal liegen bleibt und erst dann weiter behandelt wird. Und deswegen ist Eile geboten und können wir uns endlich mit diesem nächsten Schritt befassen. Danke. Herr Malisius. Ja, meine Damen und Herren. Wenn wir jetzt diesem Beschluss zustimmen, da steht drin, dass auch ein Sanierungsbeirat gebildet werden soll. Und da ist meine Frage, wer ist Mitglied in diesem Sanierungsbeirat? Das würde ich gern wissen. Herr Malisius, das wird gemeldet. Wir kennen ja das Prozedere vom Sanierungsbeirat, Sanierungsgebiet Aue zum Beispiel. Die Fraktionen melden, das sind Vertreter des Gemeinderats, der Verwaltung. Das bestimmt hier jetzt auch das Gremium, wen es dorthin entsendet. Herr Ruf, bitte. Vielen Dank. Ich fand es jetzt so ein bisschen schade, dass dieser Tagesordnungspunkt ganz überraschend jetzt für einen politischen Frontalangriff auf die grünen Fraktionen im Ortschaftsrat Durlach und im Gemeinderat genutzt wurde. Ich denke, das ist auch total schade für die Sache, weil die Sache ist ja grundsätzlich eine positive für Durlach an der Stelle. Und vielleicht kann man an der Stelle das auch so ein bisschen erläutern. Also die Gemeinderatsfraktion der Grünen Partei hat andere Aufgaben als die Ortschaftsratfraktion. Ne? Das heißt, wir haben es hier relativ einfach. Wir kümmern uns um Durlacher Belange und haben darauf einen Fokus. Deswegen haben wir dahingehend entschieden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Gemeinderatsfraktion hingegen hat natürlich jetzt auf stadtweite Belange einen Blick und muss diese abwägen. Und
daher hat diese Fraktion einfach dieses Vorhaben anders priorisiert als wir. Und auch dies ist vollkommen legitim und ich persönlich akzeptiere das auch vollkommen. Vielen Dank. Herr Wenzel. Herr stellvertretender Ortsvorsteher, der Herr Ruf hat jetzt das Thema aufgegriffen und dass es zwei Unterschiede sind. Ich habe nur einen Appell, um es gut abzuschließen. Nimmt einfach Einfluss, dass die Sache, die jetzt hier soweit ist, im Gemeinderat und im Hauptausschuss dann auch mit großer Mehrheit übernommen wird. Und dann ist alles gut und die Sache ist gerettet. Und ich glaube, es ist ein Gewinn für Durlach, wenn wir endlich an diesen Platz und vor allem an dieses gesamte Sanierungsgebiet gehen. Ich habe noch eine Wortmeldung von Herrn Müller. Ich möchte eigentlich an den Appell des Herrn Kollegen Wenzel aufgreifen und unterstützen. Und lieber Herr Ruf, der Versuch artet ja schon fast hilflos, etwas schönreden zu wollen, was einfach nicht schönreden ist. Nehmen Sie den Appell auf vom Kollegen Wenzel und dann ist alles gut und dann ist dann auch alles schön. Also, ich möchte ein Wort vom Herrn Wenzel aufgreifen und auch in Anbetracht der Beteiligung der Bevölkerung und der Presse möchte ich eindringlich darauf drängen, dass hier nicht der Eindruck entsteht, dass das Projekt oder das Sanierungsgebiet Durlach hier zur Diskussion oder in der Kritik steht, dass hier jetzt Betrachtungsweisen über andere Fraktionen artikuliert werden. Gut, es gehört dazu zum Spiel. Aber ich möchte doch ein bisschen zur Mäßigung aufrufen, weil sowas dringt natürlich auch nach Karlsruhe. Und was wir im Oktober letzten Jahres hatten, war eine eindrucksvolle, solidarische Vorgehensweise. Und ein bisschen sehe ich gerade die Situation, dass jetzt natürlich auch durch diese Konfrontationen, die da aufgebaut werden, der Eindruck entsteht, oder dieses Projekt, was für Durlach, es wurde richtigerweise gesagt, es ist ein Meilenstein. Es wird ein bisschen verwässertes Thema gerade im Moment und es täte mir schrecklich leid und ich möchte das Gremium eindringlich darum bitten, ich kann nur darum bitten, hier vielleicht doch wieder ein bisschen zum Sachthema zurückzukehren. Und es ist heute die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets Durlach statt Eingang. Mir wäre es persönlich ganz recht, wenn wir nun zur Abstimmung kommen können, kann aber natürlich keinem der Kollegen und Kolleginnen verwehren, noch eine weitere Wortmeldung von sich zu geben. Wie gesagt, mit dem verbundenen Appell vielleicht zur Sache, wenn noch eine Wortmeldung ansteht. Eine Wortmeldung fest von Frau Dr. Klingert. Ich frage mich, warum das jetzt nötig war. Ich finde auch, es geht hier um die Sache, es geht um Durlach, es geht um das Sanierungsgebiet und dass wir einen guten Schritt weiter waren. Was hilft das uns jetzt? Aber auch diese Frage möchte ich ungern jetzt hier weiter diskutieren. Ich muss es einfach mal sagen, ich appelliere, zur Abstimmung zu kommen. Und ich hoffe, dass wir genauso abstimmen werden wie im Oktober, dass wir möglichst geschlossen und einheitlich abstimmen werden. Und sofern ich jetzt keine Wortmeldung mehr feststelle, was ich auch tue, möchte ich zur Abstimmung kommen. Wer stimmt dieser förmlichen Feststellung des Sanierungsgebiets Durlach-Stadteingang zu? Ich sehe Einstimmigkeit. Ganz herzlichen Dank ans Gremium. Und ich denke, wir werden das Projekt wird uns ja über einen gewissen Zeitraum begleiten. Und da werden wir uns alle konstruktiv mit einbringen können und werden sicherlich auch die Bürgerschaft in der Form dann entsprechend beteiligen, dass wir das bestmögliche Ergebnis für Durlach und Aue erzielen. Dankeschön.